Ja, hallo. Heute ein kurzes Video zum Thema, woran kann ich erkennen, ob der Wärmetauscher der Heizung zusitzt oder nicht? Wir haben hier ein Peugeot 308 und bei denen gibt es schon mal Probleme, dass sich diese Heizungskühler oder die Wärmetauscher zusetzen. Und woran man das erkennen kann, das gucken wir uns gleich an nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, woran kann man erkennen, ob der Wärmetauscher jetzt zusitzt oder nicht? Das hier ist so ein Wärmetauscher von diesem Wagen und ich würde sagen, wir gucken uns den zusammen auf der Werkbank mal an. Also vom Prinzip her funktioniert es eigentlich relativ einfach. Ich weiß jetzt nicht genau, was Vor- und was Rücklauf ist, so aus dem Kopf, aber es spielt auch keine Rolle. Vom Prinzip her ist es halt so, dass auf der einen Seite das warme Wasser reingeht und auf der anderen Seite kommt es wieder raus. So, und das geht hier durch diese Kanäle durch und wärmt hier die Lamellen auf. Und die Luft streicht halt hier durch, erwärmt sich und im Umkehrschluss kühlt es hier die Lamellen ab. Das heißt, das Wasser, was reingeht, ist, wenn die Heizung an ist und auf warm steht, ist wärmer als das, was rausgeht. Ist ja eigentlich auch logisch. So, und hier ist es halt so, dass wir das schon, dass wir das daran schon erkennen können, ob es funktioniert, ob es an sich funktioniert oder nicht. Und zwar, wenn wir den ein bisschen freigelegt haben, dass wir an die Leitungen kommen. Und wir haben die Heizung an und der Motor läuft und der ist auch betriebswarm. Und hier können wir messen, gehen, weiß ich nicht, 80 Grad warmes Wasser oder ist egal, 50 Grad warmes Wasser rein. Und hier kommen 50 Grad warmes Wasser quasi wieder raus oder 45, obwohl die Heizung auf warm steht, obwohl auch Luft durchgeht. Also die Lüftung muss gehen, die Heizung muss auf warm stehen. Dann stimmt was nicht. Wenn jetzt die Mischluftklappe in Ordnung ist, das ist die Klappe, die hier hinter liegt, dann müsste ja eigentlich Luft durchgehen. Und wenn die Luft durchgeht, dann müsste sich die Luft erwärmen und dieses Wasser hier drin abkühlen. So, und wenn das nicht passiert, dann scheint es so zu sein, dass Teile von den Kanälen einfach nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel, das Wasser geht hier rein und fließt nur hier runter und hier die Seite bleibt einfach kalt. So, und das war bei dem hier der Fall und deswegen wollte ich da mal reingucken und ich möchte den öffnen, ohne Späne zu verursachen. Also sägen geht jetzt nicht gut. Deswegen gucke ich mal, ob ich den hier einfach so mit Gewalt aufkriege. Okay, es ist auf jeden Fall etwas in diesem Wärmetauscher drin. Ich zeige euch das mal über das Handy. Also irgendwas ist da drin. Ich weiß nicht, ob es ein Kühlerdichtmittel ist oder etwas Ähnliches. Aber irgendwas ist da drin. Ich wollte eigentlich Späne vermeiden, aber wir können ja hier schon dran sehen, was da ungefähr drin hängt und vielleicht sehen wir ja dann doch mehr. Wir haben übrigens auch versucht, diesen Wärmetauscher zu spülen und das war überhaupt nicht erfolgreich. So, und jetzt stellt sich eben wirklich die Frage, was ist das für ein Zeug?
Okay, wenn man davon ausgeht, dass diese dünnen Kanäle genauso verdreckt sind, dann leuchtet einem das ein, warum das nicht funktioniert hat. Das Thermostatgehäuse von dem gleichen Fahrzeug, das sieht eigentlich genauso aus. Das ist auch so ein Zeug, solche Ablagerungen drin. Und es sieht nicht aus wie Rost. Es sieht eigentlich auch nicht aus wie Kühlerdichtmittel oder sowas. Wenn einer von euch eine Ahnung hat, was das für Ablagerungen sind, die sich da sammeln, das würde mich mal interessieren. Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Wie gesagt, Kühlerdicht sieht eigentlich anders aus. Rost sieht eigentlich auch anders aus. Schreibt es einfach mal rein. Würde mich wirklich interessieren. Hier seht ihr nochmal eine Übersicht über den Motor. Da ist das Thermostatgehäuse und ihr seht auch, da ist schon so eine milchig trübe Flüssigkeit drin. Aber diese Flüssigkeit, das ist nicht wie Öl oder so oder wie ein Öl-Wasser-Gemisch, so wie das hier aussieht, sondern das ist eher so sandartig von der Konsistenz. Hier in dem Thermostatgehäuse könnt ihr das auch nochmal ganz gut sehen. Wie gesagt, vom ersten Eindruck hätte ich gedacht, es ist ein Öl-Wasser-Gemisch, aber das scheint nicht so zu sein. So, ihr habt gesehen, das Erkennen, ob der Wärmetauscher jetzt zusitzt oder nicht, ist eigentlich kein so großer Akt. Ich hoffe, das Video fandet ihr gut und interessant. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Über ein Abo würde ich mich noch mehr freuen. Das könnt ihr hier direkt über das Logo hinterlassen. Rechts und links kommt ihr wie immer zu meinen anderen Videos. Und vielen Dank fürs Gucken. Macht's gut, bis bald. Tschüss.